Da klemmt ein Schmetterling. So, hier wollen wir eine Scharmide draus machen. Nun gut, was brauche ich denn dafür alles? Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Ein bisschen Lava bräuchte ich auch, aber dann brennt der Holzboden natürlich weg. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Jetzt fliegt ja die Taube rum. So, hier waren noch ein paar Bücher. Eigentlich hübsch. So, einfach nochmal gucken. Dann braucht man was zum Abkühlen und auf jeden Fall noch einen Dingensen. Entschuldigung. So, und auf jeden Fall noch hier so ein Lavatrog, pipapo, machen wir auch noch. Muss ich aber mal austesten, damit uns nicht die Hütte wegbrennt. Wäre ein bisschen uncool. So, mit dem Ding. Ach Mensch, ich weiß nicht, ob das mit dem Dschungel eine gute Idee war. Vor allen Dingen mit den Ranken da oben. Das sieht ja inzwischen schon ein bisschen schäbig aus. Ich glaube, ansonsten ist das hier eigentlich schon eine gute Bude. Hier mit Fernsehset. Ja, ja. Ich versuche mich gerade mal zu erinnern, was wir alles gebaut haben. Hier haben wir dann... Schon wieder ein Nugget. Hier haben wir dann das gehabt. Hier ist noch alles offen. Okay, pass mal auf. Wir machen hier mal... Machen wir doch hier mal weiter einfach. Weil ich glaube, dieses Ding hier hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Hier können wir noch eine Menge draus machen. Und ich würde hier auch gerne eine Menge draus machen. Aber dazu dürfen wir es natürlich nicht so stiefmütterlich behandeln. Und ich dachte mir jetzt, eigentlich wollte ich ein neues Haus anfangen, aber dann dachte ich mir, bevor ich jetzt ein neues Haus anfange, wäre es doch eigentlich mal cool, wenn wir hier eigentlich, wenn wir einfach mal nach und nach auch mal ein bisschen was zu Ende bringen. Zum Beispiel hier so eine Geschichten. Hier hatte ich ja eh eine Idee eigentlich, was ich hier machen wollte. Da muss ich mal gucken, ob ich das so hinkriege. Da muss ich hier einen tiefer... Und auch hier einen tiefer, da bin ich mal gespannt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das so hinkriege. Das wird auf jeden Fall ein bisschen spannend werden. Eigentlich nicht spannend, eigentlich nur ein bisschen interessant, aber naja. So, zücken wir mal das Schäufelchen hier, gehen wir dann auf jeden Fall mal voran. Und dann können wir hinterher ja alles noch draußen mit Erde, können wir ja zugleistern. Hauptsache, wir haben hier erstmal ein bisschen... Ich mache das erstmal ganz grob, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier alles jetzt kaputt mache, warum ich hier aus dem Berg raushaue. Das hat ja alles Sinn und Zweck mal wieder. Ich habe wieder Bock, was zu bauen einfach. Und zwar diesmal was Spontanes, so wie wir früher mal gebaut haben. Wir haben ja früher relativ spontan gebaut. Das war ja dann ein bisschen weg. Dann war es ja mehr geplant. Und das hier, da habe ich jetzt mal wieder Bock drauf, gerade einfach so ein bisschen... Ne, und so weiter und so fort. Und wir haben unten eigentlich noch die Höhle. Die könnten wir eigentlich auch noch anbinden. Ich bin mir da aber noch nicht ganz so ganz sicher. So, hierfür werden wir Holz brauchen. Ich weiß noch nicht genau. Können wir später wieder abreißen. Notfalls. Ich will erstmal... Na. So, überleg, überleg, grübel, grübel. Da geht's dann immer rein und hier haben wir dann immer quasi, zack. Ist dann so ein geriffelter Gang, sieht jetzt noch ein bisschen sinnlos aus. Aber ich habe gedacht, da kann man später Bücherregale hinmachen. Das muss ja noch nicht jetzt sein, aber später. So, und vielleicht kann man da dann auch noch... Ja, da hätte ich vielleicht noch eine andere Idee. So, das geht dann hier in die Tiefe und dann da noch einer und dann da noch einer. Und die kommen beide weg. So. Und das muss dann auf jeden Fall so in die Tiefe. Zack, zack.
Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit, wenn wir das machen wollen. Aber ich glaube, das könnte sich eventuell lohnen. So, auf jeden Fall brauche ich dafür Holz. Ich gehe mal ganz kurz Holz holen. Hier können wir noch ein bisschen Blätter da oben anbringen und so weiter und so fort. Oben die Etagen sind ja auch noch nicht fertig. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und unseren Golem hier, den können wir eigentlich mal freilassen, oder? Probieren wir es mal. Hauptsache es wird nicht Nacht. So, Cobbles haben wir jetzt nicht sonderlich viele. Das heißt, wir können erstmal ganz kurz ins Lagerhaus gehen. Da holen wir uns dann wieder neues Gezuppel. Holz. So. Und die Sonne geht bald unter, aber das macht ja nichts. Wir haben da ja immer noch kein Bett drin. So eine Kacke. Los, geh mal frische Luft schnappen, Junge. Ach, der macht wahrscheinlich auch selber noch die Tür zu dann, ne? Der Idiot. So, pass auf. Hier. Da nicht. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Zack. Könnte ja für den Anfang reichen. So, Hauptsache wir bauen hier erstmal alles zu. Hauptsache wir bauen hier erstmal alles irgendwie hin. Dann machen wir hier noch schöne Räumchen draus. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Hatten wir hier eh noch vor. Und hier müssen wir dann auf jeden Fall mal ein bisschen zumachen. Wow. Und zwar bestenfalls noch, bevor die Nacht kommt. Und die kommt eigentlich genau jetzt. Na! So, dann kommt da der Klotz hin und dann machen wir hier... So. Ich weiß noch nicht genau, wie tief das gehen muss. Ich baue das mal morgen weiter. Ich gehe jetzt eben mal schlafen. Wir haben hier leider... Haben wir hier ein Bett? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein Bett. Na. Scheiße. Und wir müssen uns auch noch auf Enderjagd begeben. Das machen wir natürlich auch noch. Jetzt aber ganz kurz. Ein bisschen Bauphase kann ja nicht schaden, wenn wir da ein bisschen am Häuschen weiterbauen. Das müssten wir ja auch langsam mal weiterbringen. So, gut, dass du das hier. So, guten Morgen, ihr Flitzpiepen. Habt ihr gut geschlafen, ja? Wie schlafen die eigentlich so? Embryonalstellung oder mehr so locker? Ach, das gibt's doch nicht, Alter. Alter, das darf doch nicht wahr sein, diese Endermen, ne? Das wird langsam eine richtige Plage hier. Oder was immer mir da alles geklaut hat. Das kann doch, das ist doch nicht richtig hier. Ich glaube, das ist ein Fehler. Das liegt, glaube ich, nicht an den Endermen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, da spawnen irgendwie Tiere und machen das dann aus Versehen kaputt. Weil guck mal, wie viel das hier ist. Das ist doch nicht ein Enderman, der das gemacht hat. Da komme ich gar nicht mehr hinterher mit den Falltüren dann. Hallo, Golem. Ich bin ein bisschen sauer. Hättest du mal draußen Wache geschoben. So, natürlich kommen die Tauben hier rein. Ich hätte ja... Haben wir so einen alten Jockel hier in der Wohnung. Ich hätte ja gerne... Eigentlich hätte ich ja schon gerne die Bücherregale. Und da ist die Framerate wieder... Ich verstehe das nicht. Liegt es daran, dass ich Optifine rausgeschmissen habe? Aber damit gab es genau die gleichen Probleme. Liegt das jetzt an diesen neuen Mods oder woran?
Das will ich mir schon fast gar nicht vorstellen. So, zack. Das wäre natürlich ein bisschen schade, wenn das so wäre. Ich überlege wieder, wie ich das mache. Ich mache es erstmal rudimentär und dann... Eigentlich habe ich überlegt, ob ich hier so einen Bibliotheksabstieg mache, der quasi, wo so eine Treppe runterführt ins Erdreich und wir dann eine große Bibliothek haben oder sowas. Was theoretisch prinzipiell auch verlockend ist. Aber irgendwie finde ich das noch nicht so gut genug. So, mal gucken. Hopp, hopp, hoppedi hopp. Hopp, hopp, hoppedi hopp. Und jetzt hier. Hopp, hopp, hoppedi hopp. Hopp, hopp, hoppedi. Au. Und hopp, Mist. So, holen wir mal die Schaufel raus. La 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 la. Und dann lass mich mal überlegen. So, so sieht das bisher aus. Hier hätte ich dann gerne so eine Bibliothek. Dann könnte ich ja hier eigentlich auch... Ich mach das mal so. Okay, da muss ich von außen rumgehen. Ich hoffe, da komme ich ran. Hilfe! So. Hops und hops. Mist und hops. Und hops. Was ist denn das für ein Gegake? Boah, der Geier, wie schrecklich hört der sich denn an? So, dann gehen wir bis hier. Knack, knack, knack. Naja, dann müssen wir von unten wieder ran. Au! So, das kommt dann auch weg. Hier so ein lustiger Kranz. Und dann kommt da erstmal Holz hin. So, zack. So, dann haben wir hier so ein komisches Konstrukt. Und dann hätte ich gerne, glaube ich... Ich bin am Überlegen, wenn das hier, dann müsste doch hier, hier kann man eigentlich wunderschön ein Glasfenster reinsetzen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Dazu brauche ich natürlich Glas. Wenn wir schon mal Glas holen, kann ich mir auch gleich ein paar Bücher holen. Los, geh mal aus dem Weg. Einen kleinen Snacky-Snack könnte ich vertragen. Und jetzt brauche ich Sand und oder Glas. Am besten Scheiben. Und Bücher. Bücher habe ich ja, beziehungsweise Bücherregale. Glasscheiben waren hier. 64 müssten reichen. Boah, ich liebe die Musik von Alan Wake, ne? Muss ich ja mal sagen. Ich finde die so geil. So, Bücher haben wir noch im Bauernhaus allesamt. Die können wir auch gleich mal mitnehmen. Und er holte die Bücher. Und es war gut. 56 haben wir davon nur. Das ist aber nicht so viel.
Paper. Na gut, den Rest lasse ich, huch, wie immer hier liegen. Ach, voll erschrocken gerade. Ich dachte, da kommt jetzt einer raus. Hier ist ja auch schön, hier unten. Da könnte man eigentlich auch eine Bücherei machen. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 1, 2. Okay, dann pass mal auf. Dann machen wir das nämlich mal folgendermaßen. Erstmal mache ich hier hinten eine Scheibe vor. Muss ja nicht für immer so bleiben. Kann ja erstmal auch so provisorisch sein. Wenn es nicht gefällt. Hauptsache, wir haben hier erstmal dicht gemacht. Hauptsache, hier kommen keine Viecher rein. So, ist jetzt nicht ganz so seamless, aber naja. Und jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Mache ich das dann hier rein? Probieren wir gerade mal aus. Wupp, 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 wupp. So, ich hätte dann nämlich noch eine kleine Idee, was wir machen könnten. Aber dazu später. Ich hätte nämlich gerne noch eine kleine Geheimbibliothek, die dann hier durchführt quasi. Aber das muss natürlich eine Geheimtür werden. Sodass wir hier einfach nur erstmal irgendeine Bibliothek haben. Aber dann später noch in unser Hauptlaboratorium. Ne, also weißt du schon. In unsere kleine Hexenküche sozusagen. Und hier darf dann gerne alles ganz normal aussehen. So, wupp. Wupp. Na. Mist, wupp, wupp. Weiß ich natürlich noch nicht genau, wie ich es mache. Das wird sich dann noch zeigen. Jetzt muss ich hier, hier, hier. So, sieht jetzt noch nicht so mega mäßig aus. Sieht erstmal aus wie eine normale Bibliothek halt. So ein bisschen, ne? Und dann halt... Dann haben wir hier so einen geheimen Raum dahinter. Hier so hinter. Und da können wir dann alles Mögliche zurechtzaubern. Und hier kann man dann auch überall Fackeln anbringen. Da haben wir sogar noch zwei. Wow. Ich habe die ganze Kohle in den Ofen geworfen. Ich bin natürlich auch der Schlausten einer. So, machen wir mal hier einfach. Machen wir die ganz oben oder machen wir die auf dem Boden? Ich finde die fast da schon besser, dass wir die dann einfach so machen. Zack. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder zurück nach Hause ins Bett, bevor hier wieder die bösen Monstis kommen.